Ja, dann darf ich loslegen. Ist gut. Grüezi miteinander. Da ist dein Gespräch Bank. Mein Name ist John Trepp. Der heutige Gast ist der Christian Jungen. Er ist Filmkritiker bei der NZZ am Sonntag und Redaktionsleiter bei der Filmzeitschrift Frame. Und das Thema, wo wir darüber reden wollen, heute, liegt eigentlich auf der Hand. Das Zürich Filmfestival steht vor der Tür. Und da ist der Christian beteiligt, selbstverständlich, weil wir ja vor 3 Wochen ist es, oder 4, es ist noch nicht lange her, haben wir können lesen, dass die NZZ Mehrheit übernommen hat am Zürich Filmfestival. Also 52% von dieser Unternehmung, die das führt und die Unternehmung, die die Werbung macht, gehört jetzt der NZZ. Und das gibt mir eigentlich gerade das Stichwort für den Einstieg, wenn man da gerade gehen, weil ich selber bin erstaunt gewesen, dass jetzt eine Zeitung ein Filmfestival kauft. Und da kannst du vielleicht uns ein bisschen erklären und denen, die uns zuschauen, was denn der Witz davon ist, was sich eigentlich die NZZ AG erhofft, dass sie jetzt Mitbesitzerin vom Filmfestival Zürich ist. Also die NZZ ist ein Medienhaus, wo wie die anderen auch mit dem klassischen Zeitungsgeschäft gross geworden sind. Und das ist einfach massiv unter Druck. Die Inseratevolumen gehen zurück und der Preis, den man noch überkommt für die Inserate, ist auch im freien Fall. Und darum sind ja alle Medienhäuser dabei, sich zu diversifizieren. Und jetzt gibt es Medienhäuser wie Tamedia, die sich an allen möglichen Portalen beteiligen, oder Ringier, wo Hundefutter verkauft. Und das ist etwas, was die NZZ nicht kann machen, weil die 3 Buchstaben wecken eine Erwartungshaltung. Da kann man weder Hundefutter verkaufen noch Schnäppli-Portal posten. Darum tut die NZZ im Bereich Business-Medien Veranstaltungen akquirieren, wo der Inhalt im Vordergrund steht. Also das ist zum Beispiel etwas wie das Swiss Economic Forum, wo so ein bisschen das Konferenzenbusiness ist, oder TIX Days, wo es um Digitalisierung geht. Und jetzt Zürich Filmfestival, weil der geht um Film und um Filmkunst. Und da wissen wir, das ist etwas, wo unsere Leser überdurchschnittlich interessiert. Wir wissen das aufgrund von Erhebungen, vor allem auch bei der NZZ am Sonntag. Wenn man die anschaut, die Schlachtordnung kennt, dann weiss man, Mitbewerber sind eher, ich sage jetzt, in Bülach und in Frätiken stark und wir vielleicht eher in Zürich. Wir haben eine urbane Leserschaft und die interessiert sich überdurchschnittlich für Film. Darum haben wir hier auch das Filmmagazin gemacht, Frame. Und die interessiert sich halt auch für so ein Filmfestival. Und darum ist das etwas, wo zu uns passt und wo vielleicht auch eine Image-Komponente hat. Die NZZ ist ein Medienhaus, das sicher ein gesetztes Publikum anspricht, ein männliches Publikum hauptsächlich bis jetzt noch. Und das Filmfestival ist etwas Jungs, das ein bisschen Glamour hat und ein bisschen Sexappeal. Und darum hat man das. Das Stichwort, das du vorher gesagt hast, möchte ich aufnehmen: Filmkunst. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist sicher ein Manager aus der Geschäftsleitung von der NZZ AG, tut jetzt irgendwie das führen, oder? Das Filmfestival. Und das heisst, dann muss man ja immer sagen: Ja, was? Ist Kunst im Vordergrund oder ist quasi der Profit, wenn man es mal so formulieren, im Vordergrund? Und das ist doch ein grosses Spannungsfeld. Bekanntermaßen. Das ist ein Spannungsfeld. Über das habe ich schon meine Dissertation geschrieben übrigens. Dort ist es um GAN gegangen, genau in dem Spannungsfeld zwischen Kunst und Kommerz. Das ist im Film inhärent. Film ist sehr teuer und darum, auch wenn der Film Kunst ist, hat er eine kommerzielle Komponente. Nur, du hast jetzt gerade gesagt, irgendein Manager von der NZZ führt das. Das stimmt nicht. Die operative Leitung bleibt bei dem Team, das es bis jetzt gemacht hat, bei den Nadia Schildknecht und beim Karl Spöri. Und der Veit Engler tut nicht den Film auswählen, sondern das bleibt bei der Zürich Filmfestival AG, so wie es jetzt ist. Das bleibt so, wie es jetzt ist. Ja, gut, dann kannst du sagen, die Botschaft höre ich wohl, oder? Es ist ja auch ein strukturelles Problem, sagen wir mal so, das, oder? Dass du dann sagst, wenn so eine Zeitung, wo, wie du es vorhin erklärt hast, quasi in ihrem Kerngeschäft geschwächt wird, das machen ja auch andere. Formel 1 ist von einem Kabelfernsehunternehmen gekauft worden in den USA und so.
dass man einfach das feststellt, dass die Inhalte quasi dann auch noch gerade vermarktet werden, oder? Und der Journalismus dann eigentlich, früher hat man mal gedacht, die beschreiben das nur, oder? Und die sind eigentlich von außen und beschreiben das. Jetzt ist aber natürlich so, dass dann, wenn die NZZ auch finanziell interessiert ist und zum Beispiel eben mit dem Filmmagazin Frame, gibt es einfach eine Koppelung, wo ich finde, dass ich persönlich tue ich das im Auge halte. Umso mehr, dass du ja bekannt bist, dass du mal eine Frontalattacke gegen Solothurn, das Filmfestival in Solothurn gefahren hast, ist schon ein Zeit her, jetzt irgendwie das letzte Jahr noch gewesen und so, aber unvergessen, oder? Wo sagt, ja, eigentlich ist jetzt das Solothurn, das ist 50 Jahre alt oder noch mehr, das braucht es jetzt nicht mehr, weil das quasi die Hosensackwärme von dem Solothurn, oder, wo alle da sich kennen und so, und man muss jetzt etwas anderes machen. Und wenn ich jetzt das noch sagen darf, der Film, wir haben hier einen Lokalmatador, den Klaus Roscha. Die den Kreis 4 kennen den Klaus. Und da hat jetzt Erich Schmidt, der Filmemacher, einen Film gemacht. Der Film heisst, sagen wir es geschwind, jetzt habe ich gerade... Ich weiß nicht, dass es einen Doc-Film gibt über sein Leben. Ja, ein Doc-Film über sein Leben, das heisst Staatenlos, pardon. Irgendwie eine kleine Aussetzung. Der Film heisst Schadenlos. Eben, aber was ich wollte sagen, um das kurz zu machen, der Film wäre jetzt für mich ein klassischer Solothurn-Film gewesen. Oder? Und jetzt also, läuft er jetzt dann beim Zürich Filmfestival. Das erstaunt mich jetzt nicht weiter, obwohl ich, wie du jetzt gemerkt hast, ich habe nicht einmal den Titel kennt, mit dem nichts zu tun habe mit der Filmauswahl. Zuerst zu Zürich, das Image von nur Geld und Profit und so, das stimmt einfach nicht. Ich bin von Anfang an, gehört zu den ganz wenigen im Schweizer Filmjournalismus, die das von Anfang an verfolgt haben. Ich mag mich erinnern an die Pressekonferenz in einem Lokal namens Schmucklerski da vorne, wo die da gesagt haben, wir machen das Festival. Und wie alle anderen auch, habe ich das total arrogant gefunden. Ich war oben im Blick und habe die Pfanne gehauen. Aber der Titel war noch, jetzt will Zürich auch noch Hollywood sein, mag mich noch erinnern, der Artikel. Aber dann bin ich auch gegangen, das Festival besuchen und musste sagen, ich habe immer wieder total kritische, gegenkulturelle Filme gesehen an dem Festival, unvergessene Reihe zum israelischen Kino. Und natürlich gibt es den Glamour. Aber die, die den Glamour kritisieren und sagen, das ist kommerziell, sind die gleichen, die nachher in Cannes sind, wo es noch viel mehr Glamour hat und total begeistert sind. Also ich finde die Kritik nicht so stichhaltig. Jetzt zu Solothurn. Der Artikel, offenbar ist der so gut gewesen, dass die Leute mir heute noch immer um die Ohren schlagen. Warum habe ich den geschrieben? Sicher nicht wegen dem Zürich Filmfestival, um da irgendwie denen helfen. Da war auch noch gar nichts im Busch gewesen, oder mindestens habe ich nichts gewusst. Es war ein Schlusspunkt gewesen. Ich bin 20 Jahre auf Solothurn gegangen. 1995 das erste Mal als Redakteur von Radio Eulach bis um mit 14. Das war mein letztes Festival gewesen. Und ich habe ein Festival kennengelernt, oder Filmtag kennengelernt, wo ein Kind von 68 war, wo hart debattiert worden ist und nachher ist man das Kreuz eins ziehen. Dann ist das immer mehr, und der Solothurn war eigentlich gegen das Establishment gewesen, gegen die SRG, gegen die Konservativen, gegen die CVP. Heute sind alle im Boot, heute ist es eine Establishment-Veranstaltung, die SRG redet mit überall. Und ich habe als Präsident des Schweizerischen Filmjournalistenverband jahrelang Podien mitorganisiert und zum Teil moderiert. Und da sind Fetzen geflogen. Wir haben das dort gemacht im Theater und es war voll. Gewesen. Und das waren Podien, die zu reden gegeben haben, auch in den Medien. Und dann ist da die neue Direktorin gekommen, zu Rainer Ohrer, eine Studiokollegin von mir. Und plötzlich hat es geheißen, jetzt musst du noch so und so viele Frauen haben und eine Designerin oder einen Designer sollte man noch haben. Und dann ist es so die Political Correctness hier gekommen, die SRG, SSR, ID Swiss Correctness. Und die ist mir auf den Wecker gegangen, das gebe ich ehrlich zu. Ja, Political Correctness. Weil ich habe gefunden, ich will spannende Leute, die etwas zu sagen haben. Wenn das Frauen sind, wunderbar. Wenn es keine hat, oder vielleicht hätte man sich auch mehr Mühe geben müssen, die zu finden. Aber das ist das, was mich so gestört hat. Und auch bei den Debatten, es ist dann immer mehr Ball flach gehalten worden. Und so das Widerständlerische, wo das Solothurn hatte, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Das war wirklich eine Establishment-Veranstaltung. Und nach 20 Jahren habe ich mir erlaubt, jetzt einmal noch auf die Pauke zu hauen. Interessant ist, dass es einen riesen Aufschrei gegeben hat, weil ich jetzt bei der NZZ bin. Ich habe das Gleiche schon bei der Aargauer Zeitung geschrieben gehabt. Dann dort mal ist ein Redakteur da gewesen, mein Vorgänger, der Hans-Jürg Zinsli, der das gut gefunden hat. Haben sie es sogar noch auf die Front dran. Und daraus ist die Partnerschaft von der Aargauer Zeitung mit dem Festival entstanden. Also eine kleine Klammerbemerkung. Und vorher habe ich es im Blick geschrieben gehabt. Und 68er wie der Freddy Maurer und der Clemens Klopfenstein haben mir gesagt, ja, du hast recht, endlich sagt es mal einen. Also
Ja. Es war nicht etwas Neues gewesen, eigentlich. Ich hatte das schon länger gehabt, die Vorbehalte gegen diese Filmtage. Ja, ja, ich weiss es auch nicht, was jetzt du gesagt hast. Das hat eigentlich für mich plausibel getönt. Ich bin zwar eher eigentlich filmfern, das muss ich sagen. Ich war auch schon in Solothurn, habe auch geschaut. Ich habe es irgendwie so schon mitbekommen, dass so ein Teil, Solothurn hat ja andere Festivals, oder? Und dass man gibt an Solothurn, die haben so ein Plätzchen, haben die auch irgendwo am Katzentisch im Ganzen. Aber darf ich noch schnell sagen, zum Beispiel, wo das 50 Jahre Solothurn war, dann haben alle sich aufgeregt, wie ich gesagt habe, es ist nicht mehr das Widerständische. Ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Haben sie eine Abstimmung gemacht, welches aus 50 Jahren Solothurn ist der beste Film gewesen? Was hat gewonnen? Die Herbstzeitlose. Ja, gütiger Gott im Himmel, wenn das der Film ist, der Solothurn im Winter repräsentiert, dann weiss ich auch nicht. Der Publikumspreis, Ausfahrt Oerlikon von Paul Rinicker. Es ist jetzt wirklich der spannendste Film gewesen, mit den zwei älteren Herren, die jetzt gestorben sind. Das attestiere ich dem Film, der hat er nochmal etwas getroffen, aber die Avantgarde ist das ja wohl nicht. Ja. Dann finde ich schon, muss man sich durch die Kritik zumindest einmal zu Herzen nehmen und überlegen, er ist zwar ein dummer Sieg, aber hat er vielleicht nicht einen Punkt. Und das ist überhaupt nicht passiert, es haben sich dann alle reflexartig irgendwie in eine Verschwörungstheorie eingegeben. Und das war ein bisschen schade. Ja. Ja. Ja gut, also so much for that. Ich möchte noch etwas anderes aufgreifen, was du gesagt hast, wegen dem, dass man beim Filmfestival Zürich eigentlich irgendwie gar nicht gedacht hat, man muss den Film anschauen, lang, oder? Und so, aber was man natürlich gesehen hat, ist auf dem 6-Leuten-Platz der rote Teppich, oder? Und der Nadia Schildknecht, der da im Abendkleid irgendwie die Leute begrüßt. Und ich bin manchmal dort mit meiner Frau hergestanden und dann sind da die Promis, die da eingeladen sind und einfach irgendwie unzürcherische Attitüden sind dort vorgeführt worden, oder? Ja, und da habe ich das Gefühl, die wollen jetzt da Hollywood draufdrucken auf Zürich. Das ist, es hat einmal einen berühmten Filmtheoretiker gegeben, André Bassin, Chefredakteur und Gründer von der Gaillet du Cinéma, ein sehr gläubiger Katholik, und der hat einmal so einen Aufsatz geschrieben, dass halt der Film etwas Katholisches an sich schon hat. Zum Beispiel in der ganzen Präsentation mit den Stars und mit dem Glamour, das gehört dazu. Und jetzt haben wir halt in dem zwinglianischen Zürich haben wir da so ein bisschen katholische Noten. Und das ist doch okay. Und für den, der es nicht interessiert, der muss ja nicht gehen. Ich habe übrigens vor 3 Jahren in der NZZ am Sonntag, obwohl man mir immer vorwirft, ich denke, nur der Hofberichterstatter und weiss nicht, was sie genau das auch kritisiert. Da habe ich irgendwie hier geschrieben gehabt, in einem Artikel, ich posiere, also bin ich, ist der Titel gewesen, dass sehr viel Energie in die Präsentation und den Teppich verwendet wird und der rumänische Filmemacher manchmal bei der Einleitung ohne den Direktor muss auskommen. Aber ich finde, wie ich das beurteilen kann, das hat sich auch ein bisschen verbessert. Die Einleitungen zum Beispiel im Le Paris oder im Filmpodium, die sind wirklich kundiger geworden. Und ich finde, man muss ja dann auch wieder hinschauen und seine Vorbehalte oder vielleicht auch Vorurteile revidieren. Und also, da tun wir natürlich von wegen an das Filmkritiker-Team vom Tamedia, vom Tagesanzeiger, hohe Ansprüche stellen. Weil die müssen jetzt an das Festival, wo der Konkurrenz gehört. Und die müssen ja die Filme besprechen. So in dem Sinn, wie du gesagt hast, also ohne Vorurteile, oder? Und wenn es gute Filme sind, wenn sie finden, sie sagen gut, ist das nicht quasi ein Problem? Also ich eigentlich als Leser sehe da noch ein Problem, dass im Zürich-Tipp liest man dann nicht mehr viel über das Festival. Ja, das ist sicher ein Problem. Und wenn ich auf der anderen Seite wäre, würde es mich auch anschiessen, dass das jetzt quasi am Mitbewerber gehört oder dass der beteiligt ist. Das ist ja klar. Aber irgendwo muss man ja auch als Journalist im Dienst vom Leser sein. Und man kann Kritik üben, aber dann muss man sich ja auch wieder irgendwie um die Inhalte kümmern. Und was ich dort manchmal lustig finde, bei gewissen Journalisten von Tamedia, immer die Kritik am Glamour, aber sich dann auf den Glamour stürzen. Da finde ich, da ist dann ein Wotz oder wer auch immer, ist wie irgendwie authentischer. Die gehen dann nämlich nicht am Hugh Grant oder irgendwem nach, sondern konzentrieren sich auf den iranischen Filmemacher oder auf den, der mit der Rucksackkamera in Rumänien etwas gedreht hat. Und da finde ich einfach, man sollte nicht Wasser predigen und Wein trinken. Oder vielleicht auch Oliver Stone, der ja der Superstar Hollywood und Oscar-Gewinner ist, der, wie ich in der Zeitung gelesen habe, gesagt hat, Hollywood, das ist eine Bande von Feigling. Mein Film über Edward Snowden haben sie nicht finanzieren wollen. Und er hat in Frankreich und in Deutschland müssen das Geld suchen. Und der ist ja eine Art da grosser Star auch jetzt dann. Ja, also der kommt zum 4. Mal ans Zürich Filmfestival. Und was noch interessant ist, ich bin ja
öppen mal in Los Angeles, weil ich dort Leute kenne und weil ich auch fasziniert bin von der Filmindustrie und so. Und wenn man ein bisschen herumgehört hat, warum dass die das eigentlich immer schaffen, so Leute einzuladen, dann hat man immer wieder gehört, auch bei den Studios, dass die halt sehr gut behandelt werden, die Stars. Und am Schluss ist das ja wie auch ein bisschen Mundpropaganda. Wenn der Stone eine gute Zeit hat in Zürich, dann sagt das vielleicht am nächsten und der andere erzählt es weiter. Und das ist ja nicht verkehrt, das ist ja auch gut für Zürich, wenn wir da bis auf Los Angeles einen guten Ruf haben. Ja, was soll ich sagen? Standardpolitik. Gut, man kann dann noch sagen, vielleicht sollten wir dann auch eine weltweite Politik haben, dass das Zürich Filmfestival nicht nur auf Hollywood geht, sondern auf Bollywood oder auf Shanghai zu den grossen China-Studios oder auf Moskau zu den grossen Moss-Film-Studios. Also, dass man dann irgendwie sagt, okay, wenn Zürich Metropolitanregion Zürich soll ein Filmproduktionsstandort werden, dann muss man dann auch ein ganz offenes Visier haben. Und da, gut, das sage ich jetzt aus meiner subjektiven Sicht, die Zürich Zeitung ist dann dort politisch, geopolitisch natürlich positioniert, oder? Und was ich dann dort lese über Moskau, da habe ich dann das Gefühl, dass dann die betreffende Manager, wo das führt, das Zürich Festival, der hat dann vielleicht dort ein Problem. Oh, vielleicht müssen wir ein bisschen aufpassen da und so. Also ich hoffe nicht, dass du recht bekommst mit deinen Befürchtungen. Und muss nochmal sagen, das ist doch ziemlich Trend. Also wir haben... wenn man das gerne munkelt, mit dieser Filmauswahl nichts zu tun. Und ich hoffe auch nicht, dass da je jemandem reingeschnurrt wird beim Zürich Filmfestival. Du bringst jetzt den Punkt auf im Zusammenhang mit dem Festival, das ist völlig legitim. Auch da wieder, was mich immer ein bisschen verwundert, ist die Naivität. Sachen, die gang und gäbe sind. Meinst du, in Cannes gibt es keinen politischen Druck? Cannes hat dieses Jahr gewisse Filme, die sich um Terrorismus kümmert und dreht, nicht eingeladen, natürlich auch aus Angst, es könnte dann etwas passieren. Da hat es doch politische Pressionen. In Locarno, wo Ringier sehr nahe dran ist, meint ihr, dort gäbe es null Einfluss oder irgendwie... Nein, also ich meine das nicht. Bei Zürich sind alle päpstlicher als der Papst und bei den anderen ist alles, schaut niemand an. Oh. Auch übrigens, als ich bei der Aargauer Zeitung war, bin ich ja dann verantwortlich für die Beilage zu den Solothurner Filmtagen. Da bin ich immer auf Solothurn gefahren und habe mir Kummer müssen oder dürfen sagen, was ich da vorhabe in dieser Beilage. Und er hat dann seine Meinung dazu gesagt und so. Das war nie ein Problem gewesen. Wenn es etwas Ähnliches gibt, nur ist es da deklariert, dann ist es ganz heikel. Finde ich schon, da wird manchmal mit zwei Ellen gemessen. Ja, gut, ich meine, aus meinem Background aus ist das natürlich liegt das auf der Hand. Aber ich möchte jetzt noch... Also was liegt auf der Hand? Ja, dass ich der Zürich-Zeitung gegenüber so heranschauen, oder? Weil wir ja langjährige Erfahrungen haben, oder? Mit dem Blatt, oder? Aber das ist ja subjektiv, habe ich gesagt von mir. Ich möchte aber noch auf etwas anderes ansprechen, wo du eigentlich auch einen Artikel geschrieben hast, kürzlich in der NZZ am Sonntag, irgendwie über die behäbigen Intellektuellen, also Abteilung Filmkunst, oder? Also, dass wir zum Beispiel jetzt die grössten Schweizer Filme sind Heidi und Schellenursli und Papa Moll und die Schwarzen Brüder. Aber wir haben keinen Film über FIFA. Und wir haben da vor der Tür den Sepp Blatter, der hat Weltklasse, oder? Und so weiter. Ich meine, es ist nie einer auf die Idee gekommen, ein Spiel mit FIFA machen. Und das hat mir eigentlich auch noch irgendwie eingeleuchtet, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Weil das Zürich Filmfestival ist ja Big Deal, Big Money, Hollywood. Da muss man auch sagen, dann musst du die Themen verfilmen, die du meinst, die bringen etwas, oder? Das sind irgendwie Blockbusters. Und da ist halt Heidi und so. Das ist halt so, oder? Dann ist es dann eigentlich, deine Kritik denen gegenüber ist auch, wie muss ich jetzt das sagen, irgendwie unfair. Also ich war da auf dünnem Eis mit der Leitkolumne, das war mir bewusst, weil das Komische ist ja, also ich habe mich nicht speziell gefreut auf die Filme Heidi und Schellenursli. Ich bin die schauen, aus beruflichem Pflichtbewusstsein, ich bin dann angenehm überrascht gewesen, finde beide Filme wirklich noch gut, also vor allem der Schellenursli bin ich sehr beeindruckt gewesen. Ich mache diesen Filmen auch keinen Vorwurf, dass es sie gibt und dass sie Erfolg haben. Ich wundere mich einfach ein bisschen, wir haben so einen grossen Output an Filmen. Wir machen manchmal 80, manchmal über 100 Filme pro Jahr in der Schweiz. Wie wenig sich die Cineasten an der Gesellschaft treiben, an den gesellschaftlichen Problemen, die da sind. Und ich wundere mich schon, warum es noch keinen FIFA-Thriller gibt. Ich habe das Hollywood-Kino gern. Immer wieder gehe ich in Filme, ob das Jason Bourne sind oder Wall Street bei Oliver Stone und dann sehe ich eingeblendet Zürich Paradeplatz und Hollywood interessiert sich wahnsinnig für den Paradeplatz, aber unsere eigenen kaum. Und da frage ich mich schon,
wieso gibt es denn so wenig politisch engagierte Spielfilme? Doc-Film gibt es, aber Spielfilme. Und ich vermisse da schon ein bisschen das Engagement, das die 68er hatten, wo ein Schweizer Film Erfolg gebracht hat. Wenn man die erfolgreichsten Schweizer Filme im Ausland anschaut, ever, dann sind das Filme wie Schweizermacher sehr erfolgreich gewesen, sogar in Russland, in der Sowjetunion, in Deutschland, in Amerika. Das Boot ist voll. Bis hin zum Oscar, ein Berg unten an der Berlinale. Es sind ja immer die Filme gewesen, die kritisch gewesen sind. Oder ein Höhenfeuer, wo die Enge in der Bergwelt zum Thema hatte. Und da frage ich mich schon, wieso ist denn alles so unkritisch und affirmativ und weich gespült? Das ist einfach das, was mich ein bisschen enttäuscht. Ich würde mir mehr politisches Engagement auf Seite der Filmemacher wünschen. Ja, das ist, ich weiß es auch nicht, ich mir fehlen jetzt gerade ein bisschen die Worte. Das sagt die NZZ, ja. Ich bin eigentlich der Falsche, um das zu sagen. Aber ja, wenn schon wir das Gefühl haben, es müsste wieder ein bisschen höher zu und her gehen. Und dann sagt man mir, ja, das ist wegen dem Schweizer Fernsehen. Aber das Interessante ist, als ich an der Uni war, habe ich ja meine Litz-Prüfungen über den neuen Schweizer Film gemacht, namentlich über den Marco Simov. Ja, denen war es auch nicht einfacher gewesen hier. Also zum Beispiel Schweizermacher, der jetzt am Zürich Filmfestival gezeigt wird, weil das Festival der Marcel Höhn, der Produzent, ehrt mit einer Retrospektive, aufs Despektierlichste abgelehnt wurde vom Bundesamt für Kultur. Das Boot ist voll, der Marco Simov, hat kein Geld bekommen von diesen offiziellen Förderern, aber da war eine Dringlichkeit da gewesen, eine innere Haltung, und da hat man die Filme erst recht gemacht gegen alle Widerstände, und darum sind sie eben auch so gut angekommen, weil man gemerkt hat, da ist Herzblut drin. Und manchmal habe ich einfach das Gefühl, es geht heute irgendwie auch zu Ring. Mhm. Und das Mittelmaß, das bei uns grassiert, das ist eben das grosse Problem. Ja, es ist erfreulich, dass mal ein junger Mann über meine Generation positiv redet, oder? Das hast ja du auch in diesem Artikel geschrieben, das ist in der NZZ, dass quasi die 68er, damals, oder? Eben hat man quasi eine Leidenschaft gebraucht, man musste das wollen machen und man hat irgendwie kein Geld gehabt, man ist irgendwie auf Post gearbeitet zu Nacht, was weiß ich, man hat es einfach irgendwie finanziert. Aber es ist doch spannend, ich meine, ich bin ein bürgerlicher Mensch, ich wähle FDP, nachdem ich 20 Jahre CVP gewählt habe, bin jetzt über. Aber auch im Bünzli schlummert ja eine Rock'n'Roll-Seele. Jeder hat doch gerne mal Action auf der Leinwand, also jetzt auch politische Action. Und ich verstehe die Angst nicht, die Angst vor dem Publikum, die Angst vor den Förderern. Das Interessante ist, da habe ich mal Rudi Matter interviewt fürs Frame, und die sagen mir im Leutschenbach, ja, wir hätten noch so gerne engagierte Stoffe, aber sie kommen nicht. Und darum habe ich auch die Like-Kolumne geschrieben, weil ich finde, man kann nicht immer nur mit dem Finger aufs Fernsehen und auf alle möglichen Leute zeigen, sondern vielleicht muss man jetzt auch sein eigenes Engagement machen. Da kann ich dich fragen, put your actions where your mouth is, oder? Sagt man, also du hast jetzt eine Möglichkeit, du bist Redaktionsleiter von der Filmzeitschrift Frame und könntest in dem Sinn sagen, ja, was kannst du denn jetzt du machen, oder? Dass jetzt bei denen, es gibt ja ganz viele die Berufe, also wir sind da in der Bank, da hinten ist Xenix, da hinten ist Kanzlei, da hat es Dutzend Regisseure oder zwei Dutzend, die irgendwie das abgeschlossen haben an der Filmschule und so. Also es gibt ganz viel, es gibt eine richtige Mist, würde ich sogar sagen, Humus von filmschaffenden Leuten, die das gelehrt haben. Es gibt ZHDK, oder, wo du ja auch Dozent bist oder schon Dozent gewesen bist und so, oder wo das gelehrt wird. Dann könntest du sagen, okay, dann schauen wir da mit dem Frame, schauen wir da schauen, wie man kann den Humus irgendwie fruktifizieren, dass schöne Blumen daraus erwachsen. Also was können wir machen als Filmkritiker? Ist sicher, die Sachen dann auch beachten. Ich glaube, mein Vorgänger, also da der letzte Gast, ist der Rudolf Elmer gewesen. Das ist jetzt ein Doc-Film, den habe ich gross und positiv besprochen in der NZZ am Sonntag, obwohl ich geahnt habe, dass das kein Blockbuster wird. Aber ich versuche dann auch da wenigstens ehrlich zu sein, und wenn so ein Film dann auch kommt, wo Engagement dahinter ist, den zu besprechen. Auch wenn die NZZ da in dem Film jetzt auch nicht gerade super weggekommen ist, ist das gar nicht auf dem Plakat gewesen. Aber das ist dann das, was man kann machen kann. Auch kürzlich habe ich einen Abend moderiert mit dem Xavier Koller, da habe ich dem auch gesagt, der will Reise der Hoffnung nochmal ins Kino kommen. Aber wieso machst du jetzt so Zeug wie Schellenursli und eben Schwarzen Brüder, so Nummer sicher, Kinderbuchverfilmung?
Ja, ich kann es nicht mehr als sagen und machen. Ich bin kein Verhinderer, ja, der Filme aber machen. Das, nicht sagen, er würde vielleicht sagen, ja, ich habe keine zweite Säule. Ich muss irgendwie schauen, dass das etwas raus schaut. Genau wie du bist da dabei, bei denen, die das wollen im Film, oder? Und im 68 hat man die Botschaft bringen. Und eigentlich der finanzielle Aspekt war zweitrangig, oder? Und die meisten haben gesagt, wenn es Erfolg hat, ist es eh schon schlecht. Also da hast du einfach eine Ambivalenz, da hast du irgendwie ein Problem. Ja, also ich meine, ich habe da eine ambivalente Haltung dem gegenüber. Das ist mir bewusst. Aber ich sage einfach, ich finde zum Beispiel die 68er, obwohl ich ja vieles völlig anders sehe politisch, aber was ich an denen schätze, ist, du kannst mit denen reden, kannst mit denen diskutieren, nachher kannst du ein Bier trinken. In der Bank am Helvetiaplatz. Da habe ich zum Beispiel eben wegen dieser Kritik so immer ein bisschen schwierig gefunden. Das sind immer alle so furchtbar beleidigt und betupft und so. Dass sie manchmal immer im Namen von der Toleranz extrem untolerant sind. Ich meine, ich habe jetzt schon mehr als einen Shitstorm erlebt auf Social Media. Da geht man durch, das ist im Preis inbegriff, ich tue mich da auch nicht beklagen. Aber was mir gleich auffällt, ist so, im Namen von der Toleranz sind die dann extrem so bis hin zu unfair, weißt du, voll drin. Das ist einfach etwas, wo mich dann gleich irgendwie ein bisschen erstaunt, oder? Ich meine, das ist ja generell quasi an Kulturschaffenden Vorwurf, wo man immer wieder liest, dass eigentlich die wenigsten heute irgendwie Stellung beziehen, oder? Und die Welt ist voll ein Problem und manchmal gibt es einen, der wieder da mal ein bisschen etwas sagt, aber im grossen Ganzen ist das eigentlich stumm? Es bräuchte eben, die Debattenkultur bräuchte es eben wieder vermehrt. Und was ich zum Beispiel auch finde, wo mein Berufsstand relativ feig ist, ist eben der Umgang mit dem Schweizer Film. Ich stelle schon lange fest, wenn irgendjemand, zum Beispiel Ursula Meyer, die hat ja jetzt Erfolg gehabt, so, wenn die einen neuen Film hat, dann sind alle reflexartig begeistert, die wird aufgejubelt und so. Es wäre für den Betrieb, für den Kulturbetrieb, für den Debattenbetrieb viel besser, die Ursula Meyer, es gibt auch mal jemanden, der sagen würde, du hast jetzt aber einen Film, den ich ablehne, weil die Haltung nicht stimmt oder so gut ist der gar nicht, aber weil dann immer reflexartig alle diese Leute umarmen, fehlen eben auch die Widerstände. Und wenn ich bin ein Nachgeborener, ich habe das als Filmwissenschaftler an der Uni dann mir erarbeiten und angeschaut. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur noch mal zwei Beispiele nehme, das Boot ist voll oder die Schweizer Macher, die sind gegen zig Widerstände entstanden und das hat die Filme stark gemacht. Darum haben die eine innere Kraft. Und das fehlt heute ein bisschen. Es ist heute ist natürlich im Journalismus von mir aus so ein generelles Problem, dass quasi Gruppen meinen, also, es schreiben alles gleich, oder? Die grossen Zeitungen haben ja in verschiedenen Disziplinen eigentlich die gleiche Meinung. Aber hat es jetzt nicht ein bisschen geändert bei der NZZ? Ich habe zum Beispiel gefunden, vor einiger Zeit hat der René Scheu, der neue Feuilleton-Chef, wirklich einen guten Denkanstoss geliefert, wo er mal ein Essay geschrieben hat über Political Correctness. Genau, das ist ein Stadtgespräch. Ich bin immer wieder auf den Artikel angesprochen worden. Ja. Und da habe ich gefunden, der hat etwas. Die Weltwoche schon lange erzählt, halt, oder? Ah, ja, ich meine, der Roger Köppel. Er hat das schon immer erzählt. Und jetzt ist natürlich der René Scheu, der junge Mann, oder? Bei der NZZ. Das stimmt schon. Ich meine, wir kommen jetzt natürlich da auf dünnes Eis, oder? Dass man natürlich muss sagen, jetzt für mich, also persönlich, generell bin ich einverstanden, dass man muss zu seiner Meinung stehen. Also wenn man eine hat, man kann nicht einfach nur so ein Feldwald- und Wiesenfilmkritiker sein, der einfach da mitschwimmt und so. Oder auch Lokaljournalist oder auch Auslandsjournalist, der einfach erzählt, was Mainstream ist. Sondern man muss selber eine Meinung haben und man muss die können gut argumentieren und darstellen. Und das sollte auch in der Zeitung sein, dass man die Leute dann nicht rausgeht, oder? Dass man die behaltet. Und das ist sicher, es ist ja, ich meine, muss ich auch sagen, das ist ja erfreulich, dass jetzt einer beim Zürich Filmfestival ist, der das so sieht, oder? Und aber meinst du mich? Ja. Aber nochmal, ich bin nicht beim Zürich Filmfestival, ich bin Filmkritiker, ich bin NZZ. Das ist quasi Logik, oder? Entschuldigung, du tust doch die Diskussionen organisieren für Zürich Filmfestival, genau, oder? Genau, das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, wo der Deal Sinn macht. Das ganze Konferenzen-Business, wobei Business ist es jetzt noch nicht, das ist freier Eintritt. Jetzt kostet es nicht. Nein, jetzt ist es gratis. Vielleicht kostet es mal jemand, wenn man einen grösseren Namen hat. Aber das ist zum Beispiel das, was der Veit Dengler sagt, dem Live-Journalism. Man tut eigentlich das Know-how von den eigenen Redaktoren auf anderen Feldern einsetzen und versucht zu kapitalisieren. Mhm. Das machen alle. Das macht New York Times, macht Le Monde. Ich habe kürzlich einen guten Artikel gelesen über den Turnaround bei Le Monde.
der Wirtschaftsjournalist macht Konferenzen, der Feuilleton-Chef redet über Liberalismus und Islam und der Filmkritiker hostet das Gespräch mit einem französischen Filmemacher in Cannes. Also bei uns ist es jetzt wahnsinnig suspekt, alle anderen machen das. Zeitungen sind wie Parteien geworden, oder? Da hast du natürlich viel grösseren Einfluss. Und von wegen Feitengler ist ein ganz eifriger Social Media-Gänger, oder? Also was er rumtwittert, das ist. Ich habe schon gedacht, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber er ist ja eigentlich CEO dort. Er muss ja schauen, dass die Kasse stimmt, oder? Und es ist ja irgendwie nicht so wichtig, dass man seine Meinung zu der oberösterreichischen Politik, oder? Er hat mit Leidenschaft geht er irgendwie in Detail von der österreichischen Politik hin und so. Aber das nur in Klammern. Das ist natürlich auch ein Problem, weil dann hast du auf einmal ein Cluster von Macht. Wenn alle Journalisten so sind und das machen, oder, dann haben die einen riesen Einfluss. Und das ist dann irgendwie demokratiepolitisches Problem jetzt für mich. Das kann man so sehen, das kann ich nachvollziehen. Jetzt ist ja der Deal erst bekannt worden und jetzt könnt ihr uns dann messen an den Daten, könnt ihr schauen, macht zum Beispiel das Feuilleton von der NZZ nur noch den Kniefall vor dem Zürich Filmfestival und tut das Festival anbeten? Oder gibt es kritische Stimmen? Ich kann dir verraten, am Sonntag kommt das nächste Frame raus. Ich verreise dort einen Film, der am Zürich Filmfestival läuft, von einem jungen Schweizer. Meine Kollegin Dönis Bucher hat eine sehr kritische Besprechung geschrieben von einem anderen Film, der am ZFF läuft. Also, natürlich, wir machen die Tendenz aber eh schon eine Positivselektion, weil im Unterschied zu der Zeitung, wenn wir Lust machen aufs Kino mit so einem Magazin, aber es heisst nicht, dass wir jetzt völlig unkritisch sind. Interessant finde ich ja auch noch, und eben, das ist im Preis inbegriffen, da müssen wir jetzt durch von der NZZ, jetzt zeigen alle mit dem Finger auf uns. Interessant finde ich, im Leutschenbach, die Leute, die jetzt mit dem Finger auf uns zeigen, besprechen Jahr aus, Jahr ein Schweizer Film, den die SRG produziert hat. Mhm. Ja, dort sagt niemand etwas. Mhm. Eben, ich habe schon darauf hingewiesen, auf gewisse Partnerschaften, die es gibt zwischen dem Peter Wanner, seinen Medien und dem Solothurner Filmtag. In Cannes oder bei all diesen Filmfestivals, die dann die anderen so super finden, gibt es Pressionen. Ich sage einfach, als jemand, der eine Dissertation über Filmfestival geschrieben hat, es wäre naiv zu meinen, dass bei allen anderen Festivals alles super koscher ist und es keine Einflussnahme gibt, auch in Locarno nicht. In einer perfekten Welt wäre das alles so und wäre trennt und die Redaktionen wären dreimal so gut bestückt, wie sie heute sind. Wir haben die Digitalisierung, wir haben gewisse Verschiebungen, die es gegeben hat und jetzt ist eine neue Welt und es ist an uns der Beweis zu bringen, dass wir gleich noch kritisch bleiben. Ja, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Wir haben eine neue Welt und wir müssen kritisch bleiben. Da kann ich mich in dem Sinn eigentlich direkt anschliessen. Wir haben eine neue Welt und wir müssen kritisch bleiben. Also danke vielmals Christian, dass du gekommen bist. Das war der Christian Jungen, der heutige Gast am Tischgespräch, der Filmredakteur von der NZZ am Sonntag. Jetzt ist unsere halbe Stunde schon vorbei. Ciao miteinander.